Schubert, jetzt. So lautet das Motto bei den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker im zweiten Jahr der Pandemie. Und dazu fällt mir als erstes ein Fragezeichen ein. Wozu muss Schubert aktualisiert und ins Hier und Heute übersetzt werden? Wenn schon, dann sollte es vielleicht besser heißen, Schubert immer zu und alle Zeit. Oder frei nach Loriot, ein Leben ohne Schubert ist zwar möglich, aber sinnlos. Das klingt natürlich nicht so knackig und für ein Motto ist es viel zu lang. Wir brauchen keine Schubert-Gedenkjahre, genauso wenig wie wir ein Gedenkjahr bräuchten für zum Beispiel Bach, Beethoven oder ein Goethe oder ein Matthias Grünewald-Gedenkjahr oder eins für Caravaggio. Die Werke dieser und noch die einiger anderer Künstler sind, auch wenn sie schon lange tot sind, immer noch lebendig, sie sind gegenwärtig und wirkungsmächtig. Und immer wieder, wenn wir es live zu tun kriegen mit diesen Bildern, Dichtungen und Musiken, dann treffen sie uns direkt ins Gemüt. Sie greifen uns immer wieder neu ins Sonnengeflecht. Sie greifen uns an. Sie erschüttern uns und sie verändern uns. Man nennt so etwas dann, teils aus Hilflosigkeit und teils hagiografisch, ein Meisterwerk. Letztlich erklären kann ich nicht, was so ein Meisterwerk ausmacht. Ich fürchte, das kann keiner. Und das ist das eigentliche Rätsel, das wahre Wunder. Franz Schubert hat wie alle Künstler in seiner Zeit gelebt und er hat für sich selbst und für seine Zeitgenossen komponiert, in den paar Jahren, die ihm vergönnt waren, in einer bitteren, unsicheren, von Kriegen erschütterten Zeit des Umbruchs, aber in unglaublich intensiver Produktivität. In den letzten 9 Monaten seines kurzen Lebens komponierte Schubert quasi Tag und Nacht in einem wahren Schaffensrausch. Er hat sich noch einmal auf fast alle musikalischen Gattungen gestürzt. Oper, Lied, Messe, Sinfonie, Sonate, Fantasie, Quintett, Trio. Einiges davon blieb Fragment, aber das meiste hat er doch fertiggestellt. Er komponierte rasend schnell und experimentell. Rhapsodisch, improvisatorisch, häufte Trümmer auf zerklüftetes, konfrontierte Licht mit Schatten. Die Tonarten kamen ihm abhanden und dann doch immer wieder diese plötzliche Rückkehr ins denkbar Schlichte, ins Liedhafte, das quasi Naturmäßige so, als wäre alles wieder gut und als wäre gar nichts gewesen. Das ist schon sehr Schubertsch. Das Schöne kollidiert mit dem Schrecklichen auf eine unreparierbare Weise. Schuberts musikalisches Denken, so hat es einmal Hans-Joachim Hinrichsen gesagt, befand sich in dieser seiner letzten Lebensphase auf einer inkommensurablen Höhe. Inkommensurabel, das heißt zu Deutsch unvergleichlich. Irgendwie finde ich es tröstlich, dass auch ein so glänzender Kopf wie dieser tolle Musikwissenschaftler, der alles erklären kann, weil das nun mal seine Profession ist, alles zu erklären, letztlich zu solchen Vokabeln der Nichterklärbarkeit greift, im Fall Schubert. Man hat immer wieder versucht, die schönen Stellen in Schuberts großen Klavierstücken und Kammermusiken, die sich einer Formanalyse entziehen, auf dem Umweg über das Lied zu erklären. Er gilt nun mal als der Liederfürst. Dieses Etikett hatte ihm sein Freund Spaun angeheftet, ein Jahr nach seinem Tod. Man hat aber auch, um die Nichterklärbarkeit Schuberts zu erklären, gerne auf das Beethoven-Trauma Schuberts verwiesen, darauf, dass er ein wenig schüchtern im Schatten dieses Fürsten der Instrumentalmusik gestanden sei, den er angeblich bizarr fand. Dazu gibt es eine umstrittene Tagebuchstelle. Aber auch das ist ein hilfloses Klischee letzten Endes. Der weibliche Schubert, der männliche Beethoven, das hilft nicht weiter. Ein anderes, das unbeweibte Schwammerl, Schubert, der Einsame, der von Syphilis geplagte Leidensmann. Oder noch so ein Topos aus der Kolportagekiste, Schubert, das nicht intellektuelle Naturkind. Es ist sehr schwer, solchen in die Irre führenden, mäandernden Schubert-Legenden, die sich diesem Komponisten seit dem 19. Jahrhundert angelagert haben, heute zu entgehen. Wenn wir in Worten über Schubert sprechen, aber es ist sehr leicht, ihnen zu entgehen, wenn wir im Konzertsaal sitzen und die Musik zu uns spricht, live. Schubert, jetzt? Es gibt ein
Sehr schönes Zitat des Wiener Bildhauers Alfred Rilitschka, das genau das besagt. Und das möchte ich euch bzw. Ihnen abschließend, mich ihm anschließend vorlesen. Rilitschka schreibt, wie konnte ein Mann unter so widrigen Umständen dermaßen ungerührt komponieren? Dieser Komponist, dessen Lebensgeschichte gerne romantisch wiedergegeben wird, muss einen eisernen Willen gehabt haben, um den man ihn nur beneiden kann. In Wahrheit ist es doch so, dass Künstler von heute, auch wenn sie der Kategorie der Wirbeltiere angehören, in Wirklichkeit Weichtiere sind. Da meidet ein Pianist von Weltrang Jahre die Stadt Wien, weil sich dort ein Kritiker abfällig über seine Kompositionen geäußert hat. Und eine Autorin spricht sogar von Auswanderung, wenn irgendjemand eine Wahl gewinnt. Hätte Schubert auf die Demokratie gewartet, er hätte kaum eine Note geschrieben. Zu Schuberts Musik habe ich einen rein sentimentalen Bezug, was weder meine Musikkenntnis noch seiner Musik Abbruch tut. Ich bin nicht sein Arzt oder sein Verleger. Ich bin, genau genommen, sein Bewunderer. Und das hat etwas Uferloses.